Beifall bei uns auf der Bühne, immer noch aus dem schönen Berlin, den wundervollen Felix Lobrecht. Gut. Nachdem der Grieche mit seiner peinlichen Nummer hier mal wieder beschissen hat. Nee, war eine gute Idee gewesen. Der andere sagt einfach, oh, was? Da muss man erstmal drauf kommen. Ja? In Griechenland hat man da die Zeit für. Rente mit 14, ja, was mache ich? Schreibe ich mal einen Text mit dem Heun zusammen. Bei dem lief ja auch Jude nach Wochenende. So. Das war das. Bin ich natürlich in der komfortablen Situation, dass ich hier vorlesen kann, was ich möchte. Das Schlimme ist, dass ihr keinen Unterschied merken werdet, aber. Ich lese jetzt einen Auftragstext vor, oder einen Hausaufgabentext. Da war mir ein Thema vorgegeben, zu dem musste ich einen Text schreiben. Ja. Und das Thema war: Mit dem Einkaufswagen in den Aufzug. Merkt da schon? Ah, schwierig. Und genau dieses heikle Thema war nicht mein Text. Das ist richtig heikel. Da habe ich mich einmal dran gewagt, aber polarisiert. Gut, ich verliere mich. Also, Szenario ist klar. Einkaufswagen, Aufzug. Pass ich da noch rein? Nee? Gut. Seit 2 Stunden stehe ich mit meinem Einkaufswagen unten vor dem Aufzug, weil ich will da rein, weil ich muss hoch. Ich transportiere 7 Gänse. Beziehungsweise 6, weil ich eine nicht ernst nehme. Beziehungsweise 5, weil ich mich verzählt hatte. Pass ich da noch rein? Nee? Gut. So eine Scheiße. Schon wieder einen Aufzug verpasst. Gänse sehen von Namen aus wie große weiße Enten. Und Enten sehen ja schon scheiße aus. Als ich mir bei eBay 7 Gänse gekauft hatte, dachte ich noch, dass Gänse etwas ganz anderes wären. Das, was ich meinte, ja, nennt man wohl Falken. Jetzt könnte man fragen, was ich mit 7 Falken wollte. Könnte es aber auch lassen. Ich bin ehrlich mit mir selber. Die Gänse, die waren ein Fehlkauf. Weil ich das weiß. Naja, das sind Gänse. Und ich hab's dir gekauft. Hinterher ist man immer schlauer. Und jetzt weiß ich, der Besitz von Gänsen ist wie eine hübsche Frau. Spricht mich nicht an. Scheiß Gänse. Ich komm halt aus der Stadt. Ja. Ich kann nicht Tiere. Die Leute vom Land können Tiere. Ich kann Auto. Ich kann. Gut, im Wesentlichen kann ich Auto. Als ich mit meinen Berliner Kumpels letztens durchs Umland gefahren bin, zeigte Matze ganz aufgeregt aus dem Fenster und sagte: Boah, guck mal da, ein Tier. Gut, war ein Schaf.
mache ich jetzt mit 5 Gänsen und dem anderen? Ich meine, 4 Euro sind jetzt nicht die Welt gewesen. Trotzdem ärgert's mich. Wie werde ich die Viecher jetzt schnellstmöglich wieder los? Ich will ja keiner haben. Wofür auch? Der Verkäufer wird sich auch gedacht haben. Na, schönen Tag auch. Falken. Falken sind schnell, Falken sind wendig, Falken sind spitze. Gänse. Nicht. Die können ja nichts. Außer nack, nack, nack kommt dann die Fülle. Sind halt sehr einfache Tiere. Gänse sind die Einzelhandelskaufleute unter den Vögeln. Die Basics haben sie drauf. Sie leben. Aber nie zu viel erwarten. Einer der Mitwartenden fragte mich interessiert, wo Gänse denn eigentlich leben. Ich sagte ihm, dass es mir scheißegal ist, wo Gänse denn eigentlich leben. Auf jeden Fall nicht mehr lange bei mir. Falken. Falken kenne ich. Die wohnen in der Luft. Wie es sich für einen Vogel gehört. Ein Vogel hat 9 von 10 Stunden in der Luft zu sein. Alles andere ist Katze. Pass ich da noch rein? Nee? Gut. Ich kann schon mal vorwegnehmen, wie es endet. Alle sterben. Warum dieser negative Twist? Na, weil alles scheiße ist. Und weil alles scheiße ist, erzähle ich Witze. Ich würde ja auch über Gutes Witze machen. Finde ich aber nicht witzig. Schlechtes ist witzig. Ein kaputter Föhn. Das ist Humor. Der Föhn funktioniert einwandfrei. Tolles Gerät. Ich lach mich scheckig, Freunde. Die Gänse schlagen hektisch mit den Flügeln und fallen auch sonst negativ auf. Hau mir ab mit den Viechern. Ich fahr alleine hoch. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, Frau Steffix, du stehst. Alter, hier. Du stehst links, bitte. Ja, weil ich das so sage, du stehst links. Ein ganz seltener.